Ich wurde gebeten, noch ein paar Worte zum Thema Wechselspannung und Wechselstrom zu sagen. In der Gleichstromtechnik ist es ja so, dass wir Spannungsquellen haben, die dann einfach Strom eben in der gleichen Richtung durch die Widerstände durchschicken. Wenn wir da Plus und Minus haben, ist der Strom ja technisch gesehen so, dass er da vom Plus her zu Minus kommt. Man kann den Stromkreis entweder so schließen mit einem Kabel oder auch dafür die Erde nehmen, also das Zurücklaufen des Stromes im Erdreich ermöglichen. Die Erde ist zwar kein sehr guter Leiter, wenn man nur das Material anschaut, aber weil die Querschnittsfläche so groß ist, geht auch da dann die Stromrichtung in der Erde praktisch verlustlos zurück. Batterien, also solche Spannungsquellen, die da in Gleichspannung erzeugen, die sind zum Beispiel so aufgebaut, dass da im Innern Metalle chemisch aufgelöst werden und bei diesem Auflösprozess von zwei unterschiedlichen Sorten Metallen ein Ungleichgewicht der Ladungen, der Elektronen in dem Fall, entsteht. Ich finde, die Gleichstromtechnik ist einfach zu verstehen. Man kann da wirklich so etwas wie eine Wasserströmung sich vorstellen. Die Leistung beispielsweise, die da in einem Widerstand dann abfällt, Widerstand ist einfach U mal I, also Stromstärke, mal die Spannung der Spannungsquelle oder auch der Spannungsabfall am Widerstand. Das ohmsche Gesetz, Uri gilt. Es gibt, also U gleich R mal I zum Beispiel, das man ja so abkürzen kann. Und es gibt auch praktisch nur Widerstände, die man da beachten soll. Man kann auch die Widerstände verschalten, zu Serie- und Parallelschaltungen. Also eigentlich würde man sagen, mit Gleichstrom kann man sehr vieles erklären, auch wie Glühlampen funktionieren, wie Heizungen funktionieren und so weiter. Trotzdem gibt es zunächst mal auch andere Bauteile, die bei Gleichstrom gar nicht so besonders sinnvoll erscheinen. Es gibt mal das Bauteil eines Kondensators, wo ja eigentlich der Strom gar nicht durchkommt, so direkt. Man kann zunächst mal gar nicht vorstellen, was ein Kondensator überhaupt soll. Das ist ja eine Unterbrechung des Stromkreises. Dann gibt es die Spulen, die bei Gleichstrom nun einfach ein Magnetfeld machen. Und wenn das Magnetfeld mal steht, da einfach nur den Strom durchlassen, wie wenn da einfach ein normales Leiterstück wäre. Und diese Bauteile, vor allem eben das C und das L in Kombination mit dem R, das sind zwar immer noch passive Bauteile, aber die werden dann interessant, wenn man Wechselspannungen ins Spiel bringt. Also nicht mehr einfach eine Batterie hat, die immer oben Plus und unten Minus ist, sondern quasi so, wie wenn man die Batterie dauernd umpolen würde. Einmal ist oben der hohe Druck, das hohe Potenzial, dann eine halbe Periode später ist es unten. Das heißt, dann wird der Strom nicht mehr einfach in eine Richtung fließen, sondern wird dauernd hin und her fließen. Und zum Beispiel hier im Widerstand wird dann genauso Wärme erzeugt, es wird genauso Licht entstehen wie bei Gleichspannung und Gleichstrom. Aber gerade hier wird es dann interessanter. Ein Kondensator ist für Wechselspannungen, für Wechselstrom nicht mehr einfach eine Blockade, sondern wenn da Ladungen hineinfließen, werden die auf der Gegenseite weggedrückt, also andere Ladungen werden durch das elektrische Feld da weggedrückt. Also wenn da Strom fließt, fließt eigentlich auch da dann Strom. Und wenn das da hin und her geht, passiert es da hinten genauso. Bei der Spule ist es auch interessant, weil die Spule bei Wechselspannung dann hier ein Magnetfeld erzeugt, das sich dauernd abwechselt in der Richtung. Und dieses Wechselmagnetfeld ist dann zum Beispiel ein kleiner Widerstand für diese Wechselspannung. Das ist dann eine sogenannte Induktivität, die dann andere Eigenschaften hat als nur einfach ein reiner Widerstand. Warum Wechselspannung? Nun, Wechselspannung eben sind einmal einfach zu erzeugen. Im Kapitel Induktion habe ich gezeigt, dass wenn man ein Magnetfeld hat, zum Beispiel so, und im Magnetfeld eine Spule dreht, eine Spule hat, die dann hier so gedreht wird, dann entsteht in der Spule drin eine Flussänderung, dauernd, und eine Flussänderung hat zur Folge, dass wir da eine Induktionsspannung abgreifen können. Und diese Induktionsspannung ist wirklich genau eine solche Wechselspannung. Also wenn man aus Bewegung elektrische Energie machen will, dann ist dieses Generator- oder Dynamo-Prinzip
dasjenige, was man benutzt, und das ist direkt Wechselspannung, die erzeugt wird. Also man kann Wechselspannung sehr einfach herstellen, dass man einen Grund beim Generator. Ein zweiter Grund ist der, dass man Wechselspannung auch sehr einfach transformieren kann. Der Transformator macht dies mit wenig Verlusten. Also wenn ich hier eine Spannung anlege, zum Beispiel 1000 Volt Wechselspannung, dann kann ich hier mit der Windungszahl diese 1000 Volt runterbringen auf vielleicht 500 Volt oder 200 Volt. Das Verhältnis der beiden Windungszahlen beim Transformator entscheidet dann, in welchem Verhältnis auch die Spannung runtergesetzt wird oder hochgesetzt wird. Das nennt man die Spannungstransformation. Das geht nur mit Wechselspannung, mit Gleichspannung geht das nicht. Und der dritte Grund ist vielleicht ein eher materialtechnischer Grund. Man hat bei diesen Leitungen, wenn man da also Strom durchschickt, immer wieder mal Kontaktstellen, vielleicht mit Lötpunkten oder so, wo dann ein Metall an ein anderes angebracht ist. Und an diesen Kontaktstellen entstehen sehr gerne so elektrochemische Prozesse, so eine Art Korrosionsprozesse. Und diese sind bei Gleichstrom dann immer, gehen immer in die gleiche Richtung. Das heißt, es ist immer die gleiche Kontaktseite, die dann nachher vielleicht abgenutzt wird oder chemisch verändert wird. Bei Wechselspannung und bei Wechselstrom ist es umgekehrt. Dort wird dieser Vorgang immer wieder rückgängig gemacht. Also der Verschleiß quasi des Materials ist bei Wechselspannung kleiner als bei Gleichspannung. Das sind so drei Gründe, vielleicht gibt es noch mehr. Aber das ist sicher, ich denke vor allem diese Generatorgeschichte ist ein Grund, warum man mit Wechselspannung vor allem arbeitet. Jetzt, was bedeutet das konkret für einen Stromkreis? Nun, wir haben nicht mehr einfach nur Strom und Spannung, sondern wir haben jetzt eine zeitlich veränderliche Situation. Strom und Spannung ändern zeitlich. Wenn ich also beispielsweise die Leistung ausrechnen will, kann ich nicht einfach U mal I nehmen, weil U und I sind keine Konstanten. U und I ändert sich zeitlich dauernd. Wenn wir das mal konkret aufzeichnen, hier haben wir die Zeitachse. Hier haben wir vielleicht braun jetzt U, die Spannung. Das ist dann so ein Sinus und so weiter. Der normale Hauswechselstrom geht ja mit 50 Hertz. Das heißt, wir haben dann hier 20 Millisekunden. Und die Stromstärke I, haben wir gerade das gleiche Diagramm, sieht dann irgendwie vielleicht so aus. Wenn das ein ohmscher Widerstand ist, sind die beiden auch schön in Phase. Gleiche Nullstellen also. Und das Maximum von I nenne ich jetzt mal I0. Das ist die Amplitude des Stromes. Und das Maximum von der Spannung ist dann U0. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Spannung, die sieht so aus, U0 mal Sinus von Omega mal T. Und eine Stromstärke von I0 mal Sinus von Omega T. Jetzt will ich die Leistung ausrechnen, P. Und die Leistung P ist natürlich jetzt ebenfalls für jeden Zeitpunkt eine andere. U mal I ändert sich dauernd. Und vor allem, wenn das hier negativ wird, wird die Leistung dann nicht negativ, weil U mal I, wo beide negativ sind, wird dann auch positiv. Das heißt, wir erhalten eine Leistungskurve, das kann man aufzeichnen, die sieht ungefähr so aus. So die Leistung. Ungefähr so. P. Das ist die Funktion der Zeit. Jetzt, meistens will man ja nicht da im Abstand von Millisekunden die Leistung kennen, sondern ich will hier zum Beispiel den Widerstand drin einfach wissen, was da im Mittel an Leistung verbraucht oder umgesetzt wird. Das heißt, ich kann mal schauen, was denn der Mittelwert der Leistung ist. Zum Beispiel der Mittelwert über eine solche Periode, eine komplette Periode. Das gibt also dann eine mittlere Leistung. Und das wollen wir mal ausrechnen. Und wenn wir das gemacht haben, werden Sie dann Begriffe kennenlernen, die Sie vielleicht auch schon gehört haben, nämlich effektiv und Effektivstrom und Effektivspannung. Also eine solche Periode schauen wir uns an, da. Wir wollen die Leistung im Mittel anschauen, die während einer solchen Periode umgesetzt wird. Der Mittelwert, also nur ein mittlerer Wert. Jetzt kann man das ausrechnen. P als Funktion der Zeit ist ja diese
Kurve. Ich kann das jetzt mal einfach ausschreiben. Das ist einmal das E0 mal Sinus Omega T. Und dann das gleiche noch für den Cosinus, also für die Leistung, für die Spannung. Das ist das U0 mal Sinus Omega T. Das ist das P von T. Das hätte ich genauso gut auch sagen können, ich will diese Leistung, ich will ja dann den Mittelwert haben über solch eine Periode. Ich kann diesen Mittelwert auch über diese Periode nehmen, also einfach ein Viertel groß T nach rechts rutschen, dann habe ich die gleiche mittlere Leistung. Und in dem Fall würde aber dann auch der Sinus in einen Cosinus umgewandelt, wenn ich da starte. Und die gleiche Leistung wäre dann auch in diesem Fall I0 mal Cosinus Omega T. Und U0 mal Cosinus T. So. Im Mittelwert sind das dann die gleichen Leistungen. Ich kann jetzt die zwei zusammenzählen. Ich schreibe es noch aus hier. Also das wäre U0 mal I0 mal Sinus Quadrat Omega T. Und hier habe ich auch U0 mal I0 mal Cosinus Quadrat Omega T. Das sind die beiden Leistungen, die im über eine Periode integriert das Gleiche geben. Also wenn ich jetzt da die beiden Formeln für die gleiche Zahl zusammenzähle und den Mittelwert bilde, habe ich also hier zweimal diesen Mittelwert der Leistung. Und hier, wenn ich das zusammenzähle, habe ich U0 mal I0 mal Sinus Quadrat Omega T plus Cosinus Quadrat Omega T. Und jetzt sehen Sie vielleicht, das ist noch eine Funktion der Zeit, aber wenn ich jetzt das, für jede Zeit ist ja diese Summe, für jeden Winkel ist diese Summe hier 1. Das heißt, Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist 1. Und ich erhalte eine ganz simple Gleichung, das ist nämlich die mittlere Leistung P, Mittel, gerade gleich ein H, also das 2 nehme ich da hinunter, dann habe ich U0 mal I0 durch 2 ist. Also diese Maximalwerte von U0 und I0 muss ich multiplizieren und durch 2 dividieren. Das ist auch ungefähr dann dieser blaue Strich, den ich da gezeichnet habe, also die mittlere Leistung. Wenn ich das jetzt noch etwas anders aufdifferenziere und sage, das ist das gleiche wie U0 durch Wurzel 2 mal I0 durch Wurzel 2, habe ich das gleiche gemacht, dann nehme ich diese Spannung hier, also die maximale Spannung U0, dividiert durch Wurzel 2, das ist noch ungefähr 70% davon, dann nenne ich das hier U-effektiv. Die Effektivspannung und hier ist der Effektivstrom bei diesen Wechselströmen. Das ist jetzt erhalte, dass die mittlere Leistung, wie wenn ich Gleichstrom hätte, berechnet werden kann, indem ich die Spannung als Effektivwert nehme und die Stromstärke als Effektivwert nehme. Das ist, wie gesagt, dann hier Wurzel 2 mal weniger als die maximale Spannung. Wenn wir jetzt zum Beispiel von 220 Volt sprechen, oder 230 Volt, was auch immer, meint man immer, also beim Hausnetz meint man immer die Effektivspannung. Die maximale Wert ist dann Wurzel 2 mal mehr. Also, wenn wir da schauen, 220 mal Wurzel 2 gibt, 220 mal Wurzel 2 gibt 311 Volt. Also U0 dazu wäre dann 311 Volt. Was ich jetzt gezeigt habe, gilt vor allem, wenn ich einen ohmschen Widerstand ins Spiel bringe und an Wechselspannung arbeite. Dann kann ich das so tun, wenn das Gleichspannung wäre, muss einfach für die Spannungen und die Ströme dann die sogenannten Effektivwerte einsetzen. Und komme dann zunächst mal recht weit. Bei ohmschen Widerständen ist das eigentlich bereits alles, was ich brauche. Wir haben aber gesehen, dass man bei diesen Wechselspannungen auch Spulen und Kondensatoren einsetzen kann. In unterschiedlichsten Konfigurationen. Ich könnte also hier eine Wechselspannung haben und dann hier, wenn ich will, einen Widerstand haben. Dann hier vielleicht einen Kondensator.
dann vielleicht noch eine Spule so und weitere, ich kann da weiter verzweigen. Und dann ist die Frage, was passiert dann eigentlich hier jetzt mit diesem Ding hier, wenn da Wechselspannung anliegt? Beispielsweise ist es immer noch so, dass dann U und I in Phase sind. So wie wir das vorher gesehen haben. Wir haben ja vorher gesagt, dass I und das U sind in Phase zueinander und ich nur einen ohmschen Widerstand habe. In der Zeit. Ist das immer noch so? Und die Antwort ist nein. Das werde ich auch nachher zeigen in einem kleinen Experiment. Sobald ich Spulen und Kondensatoren habe, wird unter anderem die Stromstärke gegenüber der Spannung sich verschieben. Es ist immer noch 50 Hertz, aber die Verschiebung, diese Phasenverschiebung hat dann doch interessante Konsequenzen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass eben mein Strom, meine Spannung dann so aussieht, Spannung vielleicht so, und der Strom kann dann zum Beispiel, wenn man da grün gemacht, kann es zum Beispiel so aussehen. Da war's. Immer noch gleiche Periodendauer, aber der Strom kommt später. Also wenn die Spannung schon oben ist, nach einer Sekunde, der Strom ist bei 2 Sekunden oben. Also die Zeitachse hier, T, zeigt dann eine Verschiebung von Strom und Spannung. Es kann nach vorn, also kann in diese Richtung gehen oder auch in die andere Richtung, ist auch denkbar. Außerdem gibt es auch einen Wechsel in der Amplitude, der ähnlich ist, wie wir vorher beim Gleichstrom gesehen haben, dass halt die Widerstände dann und auch diese Widerstände aufgrund der Kapazitäten und der Induktivitäten dann die Stromstärke auch noch beeinflussen. Das hat auch zur Folge, dass im Extremfall dann die Leistung sogar null wird, die dann in diesem Kreis umgesetzt wird. Wenn nämlich im schlimmsten Fall ein Sinus und ein Cosinus genau 90 Grad Phasen verschoben sind. So. Ich habe es da hinbekommen. So. Und ich will jetzt die Leistung ausrechnen. P. Dann ist ja hier an der Stelle die Leistung 0, weil das Produkt 0 ist. An der Stelle ist sie auch 0. An der auch wieder, an der auch wieder. Dazwischen ist sie negativ. Irgendwie so. Dann ist sie hier positiv. Dann ist sie hier wieder 0. Dann ist sie hier im Produkt wieder negativ. Dann wieder 0. Das heißt, jetzt wird die Leistungskurve so sein, dass sie dann einmal Leistung zurückgibt an die Spannungsquelle. Dann braucht sie wieder Leistung. Ist die Leistung positiv, dann wieder negativ. Das heißt, in so einem Fall wäre dann die mittlere Leistung sogar 0. Das ist durchaus möglich, eben in diesen Fällen vor allem, wo dann Strom und Spannung gerade 90 Grad außer Phase sind. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es weniger als 90 Grad ist, dann ist die Leistung zwar nicht maximal, aber doch etwas größer als 0. Und bei diesen Wechselstromkreisen hat es sich eingebürgert, dass man den Wechselstromwiderstand oder Wechselspannungswiderstand als Impedanz Z darstellt. Ich habe ein größeres Kapitel über Impedanzen schon gemacht. Dort können Sie nachlesen, wie man da mit Impedanzwerten arbeitet. Das sind komplexe Werte. Die Mathematik dazu ist aufwendiger als bei der Gleichstromtechnik. Aber man findet dann Lösungen zu solchen Situationen, wo der Stromkreis dann eben aus komplizierteren Teilen besteht, nicht nur aus ohmschen Widerständen. Man findet dann auch die Begriffe, dass der Widerstand sich zusammensetzt aus einem reellen Widerstand und aus einem Wirkwiderstand, wie man auch sagt, und einem Scheinwiderstand und einem Blindwiderstand und so weiter. Also die Widerstände, die Phasenverschiebungen, das sind Sachen, die bei Wechselspannung dann dazukommen und die Sache etwas komplizierter machen. Wie gesagt, Stichwort Impedanz und entsprechende Kapitel würde ich Ihnen dann empfehlen. Einfach etwas anderes.